Hallo alle zusammen. Ja, ich habe ein paar Kleinigkeiten für euch. Ich habe ein Mini-Haul mal wieder. Haha. Aber ihr könnt auch was gewinnen, wenn ihr wollt. Wenn ihr da Lust zu habt. Ich war nämlich heute für Silvester schon ein bisschen einkaufen und war dementsprechend auch in einem DM, weil ich noch ein paar Kleinigkeiten brauchte. Unter anderem auch Leckerli für meine kleinen süßen Kätzchen, weil die heute früh schon beim Tierarzt waren. Und ja, Spritze haben sie über sich ergehen lassen. Ne, meine Schnuckis. Und ja, das versprochene Weihnachtsgrußvideo, so wie ich das letztes Jahr gemacht habe, blieb ja dieses Jahr leider aus. Es tut mir leid. Manche haben es, also wissen es vielleicht schon durch Facebook oder so. Ich bin leider krank geworden und habe mich jetzt eine Woche lang mit Magen-Darm rumplagen müssen. Das, worauf ich mich gefreut habe an Weihnachten, also das Weihnachtsessen, ich bin ja dafür immer zuständig, an allen 3 Tagen zu kochen, blieb dementsprechend auch nicht wirklich toll. Also fiel auch nicht toll für mich aus, weil ich ja nichts essen konnte oder halt ein bisschen was gegessen habe, weil ich fand das sonst einfach zu schade. Ich habe da, weiß nicht, wie lange in der Küche gestanden, musste mich mit dem Essen abgeben, obwohl mir alles andere als Essen zumute war. Und ich habe da so viel Geld für ausgegeben und weiß ich nicht. Und das weiß nicht. Und im Endeffekt war es mir dann egal, weil ich mir dachte, ah, du hängst eh nur über die Schüssel. Also ob jetzt irgendwie nur Salzstangen auskotzt oder den Sauerbraten, das ist jetzt auch egal. Aber ich habe auch nicht wirklich irgendwie was reingekriegt und ist ja auch egal. Also, es lief kacke, lief leider echt scheiße dieses Jahr. Und dabei war ich schon so früh in Weihnachtsstimmung und die ist total weg gewesen auf einmal. Und also auch schon ein paar Tage davor, muss ich sagen. Und jetzt war ich heute schon für Silvester einkaufen. Und ich muss sagen, anhand des Wetters, ich meine, jetzt ist die Sonne mal weg, aber es war ja echt Bombe heute. Also Sonnenschein. Mein Schal war mir zu warm. Ich musste den im Auto abmachen, weil das war einfach viel zu warm. Ich habe mit offenem Fenster da gesessen und ja, weiß ich nicht. Also ich bin schon wieder im Sommerfeeling, muss ich ehrlich gestehen. So, ich zeige euch mal eben, was ich alles gekauft habe und ja, ich sehe irgendwie ein bisschen, naja, egal. Und zwar habe ich bei DM einmal, wie gesagt, Katzenzeugs brauche ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Ich habe mal wieder die Reinigungstücher von Balea geholt. Kann man eigentlich nie genug haben. Das sind auch die, die ich beim letzten Mal schon geholt habe. Dann, was ich mal ausprobieren wollte, ich habe jetzt sonst immer hier diese Balea Young Tagescremes gehabt. Da hatte ich jetzt zuletzt die Streichel Zarte Pflege Soft and Care, keine Ahnung, dieses ganz normale Zeugs. Ich probiere jetzt mal die Aqua Feuchtigkeitscreme Gel mit Blaualgenextrakt für feuchtigkeitsarme Haut mit UV-Schutz aus. Die habe ich mir jetzt mal geholt. Steht Plus Osmoline, was auch immer das sein mag, und Thermalwasser. Das hat mich sehr angesprochen. Ich habe zwar Thermalwasser hier, aber benutze das eigentlich nur wirklich für ganz außergewöhnliche Make-ups oder wenn ich irgendwas setten will oder wie auch immer. Also ich benutze es jetzt nicht so oft. Und das hat mich schon eher angesprochen, weil, wie gesagt, meine Haut, ich merke einfach, dass die momentan sehr, sehr durstig ist. Und ja, weiß ich nicht, einfach mal ausprobieren. Mir war es im Endeffekt eigentlich auch egal. Hauptsache irgendeine Tagescreme, die ich unter mein normales Make-up packen kann. Ich probiere sie einfach mal aus, mal schauen. Vielleicht, man kann ja nie wissen, ne? Dann habe ich mir Bodylotion geholt. Ich weiß, ich habe hier 1000 Bodylotions stehen, aber wie das halt immer so ist, habe ich mir jetzt die mit Kirsch- und Mandelduft hier mit den Makronen geholt. Und ich habe schon, ich glaube auch von Kirsch und Mandel habe ich auch das Duschzeug. Das finde ich sehr, sehr gut. Und die hatten das andere jetzt als Bodylotion nicht da gehabt. Dieses Schoko irgendwas, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht. Hey! Ey! Katzen!
Und das hier riecht so richtig. Oh, das riecht so richtig fett nach Amarena-Kirsche, aber so richtig, richtig. Und nicht künstliche Amarena-Kirsche, sondern richtige. Also ich habe echt das Gefühl, als hätte ich so einen Eisbecher von meiner Eisdiele. Jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt. Als hätte ich jetzt einen Amarena-Eisbecher vor mir sitzen. Ja, hallo, hallo Amarena-Eisbecher. Also, ne, riecht richtig genial, wer darauf steht. Muss man mal gucken, wem es gefällt, einfach mal dran schnuppern. Ich war da jetzt total von angetan, weil ich jetzt wieder sehr, sehr stark so nach Lotions gucke, die sehr duften und ja, wo man vielleicht auch mal von dem Duft ein bisschen länger was hat, ne? Also irgendwie habe ich noch nicht so wirklich die Lotion gefunden, die mir gefällt, weil mir die Düfte momentan einfach zu schnell verfliegen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, das war früher, wo ich zu Kinderzeiten war, das irgendwie anders. Keine Ahnung. Also da hätte ich euch einige Lotions sagen können, von denen man wenigstens noch geruchlich was hatte, sage ich jetzt mal so. Okay. Ich habe mir noch zwei Lippenstifte geholt. Und zwar bin ich momentan gehe ich voll auf die Maybelline-Lippenstifte ab. Und zwar hatte ich mir schon. Nee, Moment, welche. Hallo? Hä? Hatte ich mir schon. Gestern war ich auch schon bei DM in meiner Pause und das ist es ja auch noch. Ich bin eigentlich krank und also jetzt mittlerweile geht es mir schon um einiges besser. Und ich muss aber arbeiten zwischen den Feiertagen. Ich habe nicht frei. Und ich war gestern bei DM in meiner Pause und habe schon die 852 Coral Pearl von den Color Sensation, von den Maybelline Color Sensation geholt. Und die finde ich so schön. Und die habe ich auch gerade drauf. Und ich finde die so toll. Und ich bin da echt begeistert von. Man kann super viel auftragen, weil. Und die haben auch so eine schöne pflegende Wirkung. Also man hat eher das Gefühl, als hätte man einen schönen Labello drauf. Das hat meine Arbeitskollegin Kathi auch gesagt. Und die fand den ganz toll. Und hat natürlich auch Schimmer, was ich auch sehr, sehr schön finde. Was, ne, ist ja wirklich total meins. Und dann habe ich mir heute auch noch zwei geholt. Und zwar einmal, ich zeige euch das mal eben auch noch hier, dann muss ich das jetzt nicht gerade hier immer abmachen. Also, das ist der Coral Pearl. Wie gesagt, sehr dezent, schier, aber man sieht trotzdem Farbe, wie man hier unschwer erkennen kann. Dann habe ich den Pink Pearl mir geholt. Den habe ich nämlich gestern auch schon gesehen. Und da habe ich habe zwischen den beiden geschwankt und da habe ich gedacht, so, und weil ich momentan voll auf Coral abfahre, ich habe momentan wieder meine Korallphase. Aber irgendwie habe ich Lust, mich an Silvester eher so pink. Ich bin auch jetzt momentan wieder so, habe ich so einen Pink-Schlag. Habe ich mir die 108 Pink Pearl geholt. Die sieht so aus, hat im Endeffekt den gleichen Effekt wie der Coral Pearl. Nur, dass es halt so ein schöner, warmer Pinkton ist. Und das ist halt sehr wichtig, weil ich habe immer das Problem, oh, meine Nase läuft. Weil ich habe immer das Problem bei mir, gerade bei Pinktönen, wenn da ein extremer Blaustich drin ist, dann habe ich schon zu oft gesagt, dann wirken die zu kühl und das steht mir einfach überhaupt nicht. Also ich brauche immer warme Pinktöne. Und dann habe ich mir auch noch die 110 Pink Sugar mitgenommen. Das ist der hier. Das ist der, der, glaube ich, auch noch diesen Wet-Effekt hat. Das ist der. Also ihr seht, der ist halt ein bisschen dunkler als der Pink Pearl. Aber halt auch wirklich eine richtig schöne Farbe. Und ja, ich bin sehr begeistert von den Lippenstiften. Und oh, jetzt kann nicht wahr sein. Und ja, finde ich richtig klasse. Vielleicht sagt ihr mir mal, euer Lieblings-Maybelline-Lippenstift ist, weil ich suche natürlich auch noch welche. Oh.
Denn ich suche natürlich auch noch welche, die eher matter sind, jetzt nicht nur diesen Pearl-Effekt haben. Ich möchte auch gerne noch ein paar matte haben. Ich habe auch einen schönen korallfarbenen gesehen, der aber schon bei mir ein bisschen zu karottemäßig aussah. Das fand ich dann nicht so toll. Und den fand ich ein bisschen extrem. Deswegen schreibt mir mal, welchen ihr mir da empfehlen könnt. Dann, ach, das hatte ich gestern auch noch geholt, den Special Effect Topper von Essence in 12 Holo Topping Please. Ist nichts Besonderes, das ist einfach nur der hier, der halt so ganz feinen Holo Effekt hat. Muss man nicht unbedingt haben, der hat mich einfach irgendwie so ein bisschen angesprochen, weil ich jetzt mit meinen Nägeln nichts zu Farbiges momentan haben möchte. Und jetzt kommen wir zu dem Highlight, ja. Und zwar gab es doch tatsächlich schon bei dem DM, wo ich eigentlich schon die letzte Zeit immer nachgesucht habe, also schon die Äuglein aufgehalten habe, gab es bei uns von der Essence LE Vintage District. Die Sachen, ja, war ich sehr stolz. Und ich habe tatsächlich den Blush abgekriegt. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil der ist richtig toll. Der heißt 01 It's Popular minus Art. Popular Art. Also, der sieht so aus. Ihr werdet euch jetzt vielleicht ein bisschen wundern, weil eigentlich sieht der ja so aus. Ne? Also, wenn ihr den holt, sieht der so aus. Richtig schön. Dieses Blumen-Gold-Emblem da drauf, das ist richtig toll. Und ja, ihr seht schon, ich habe ihn zweimal geholt, weil ich den verlosen möchte. Ja, und nicht nur den, es kommt gleich noch was anderes. Ich habe den jetzt auch gerade drauf, den Blush. Ja, wenn man da mit dem Pinsel reingeht, passiert nämlich das. Also, dieses Gold auf der Blume ist nur eine oberste Schicht. Also die Blume ist nicht ganz golden, also durchweg golden, sondern das wird abgetragen. Und darunter kommt dann nochmal eine andere Blushfarbe zum Vorschein, als jetzt der Hintergrund hier der Fall ist. Die ist eher mehr so altpink und das hier ist eher so ein Korall. Und ja, das Gold ist natürlich heftig. Ich zeige euch jetzt mal eben die Farben. Also, das ist halt dieses Pfirsich-Koralle, was in dem Hintergrund zu sehen ist. Dann haben wir hier das extreme Gold, was wirklich sehr, sehr extrem ist. Also, das ist wirklich heftig. Als ich das erste Mal so den Pinsel reingehalten habe, dann so, so, das war wirklich richtig Bombe. Und dann habt ihr eben halt noch die Farbe, die unter dem Gold ist. Und das ist halt nochmal hier so ein schöner, etwas dunklerer Pinkton. Ich weiß gar nicht, ob ihr es jetzt hier so einigermaßen mit dem Licht erkennen könnt. Ja, also das sind die drei Farben. Drei Farben hätte ich nicht gedacht, weil jetzt so von den Pressemitteilungen, also von den Bildern her, konnte man jetzt nicht ja erkennen, was unter dem Gold sich befindet, ob das durchweg Gold ist oder nicht. Und ja, das sind die drei Farben. Und ich bin richtig begeistert. Also ich finde den echt schön. Trotzdem noch sehr dezent. Wie gesagt, wenn man das erste Mal den ersten Schwung Gold halt mit rausnimmt, dann ne, muss man da halt so ein bisschen gucken, wie man das verteilt bekommt. Manche von euch werden das vielleicht auch gar nicht mögen. Deswegen. Aber ich finde das schön, dass er im Endeffekt dann doch drei Farben hat. Ja, und da ich weiß, dass der sehr, sehr gehypt ist und vielleicht einige von euch den nicht erwischen werden oder sich vielleicht ja, gar nicht die Lust dazu haben, sich da jetzt so extrem auf den Weg zu machen, habe ich hier die Möglichkeit, also gebe ich euch die Möglichkeit, mal, oh Jan, du machst mich bekloppt, ey. Gebe ich euch hier die Möglichkeit mit den zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, sage ich euch gleich. Und es gibt noch etwas anderes, und zwar, ich sag mal so,
Viel hat mich dann aus der LE nicht wirklich angesprochen. Diese Doppellippenstifte nicht, die Nagellacke auch nicht, bis auf diesen grauen, komischerweise, weil auf den Pressebildern habe ich erst so gedacht, so, was ist das denn? Aber der graue ist der einzige, der noch so einen schönen rosanen Schimmer drin hat. Aber da habe ich immer so das Problem mit, dass man den wahrscheinlich nicht auf den Nägeln sieht. Und ich war auch noch hinter den Gel-Eyelinern her. Und da habe ich dann auch noch einen geholt. Und zwar in der 01 Shopping Portobello Road. Das ist dieser türkisfarbene hier. Kommt zusammen mit so einem kleinen Pinselchen. Finde ich sogar gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe den jetzt auch gerade momentan drauf. Ihr werdet nicht viel erkennen. Ich habe das einmal hier unter dem Schwarz nochmal als Linie und auf der Wasserlinie. Also hält auch sehr gut auf der Wasserlinie, muss ich sagen. Und ja, das könnt ihr natürlich auch noch gewinnen. Habe ich beides doppelt geholt. Also, die beiden Sachen könnt ihr gewinnen. Geht ganz schnell. Ihr müsst mir nur dafür einen Kommentar unter dieses Video schreiben, dass ihr das haben wollt. Also, dass ihr das gewinnen wollt. Dann weiß ich Bescheid und werde euch dann auslosen. Das soll eine schnelle Geschichte sein. Ihr könnt mitmachen bis zum 1. Genau. Was haben wir jetzt? 16:30 Uhr? 13, 16, 13. Machen wir das mal so, bis zum. Ach, so lange will ich es gar nicht laufen lassen. Ihr habt Möglichkeiten bis Silvesternacht um 0 Uhr. Habt ihr die Chance, hier mitzumachen? Und ja, deswegen. Machen wir es so. Wir setzen Silvesternacht als Deadline. Ab Mitternacht, sobald die Sektkorken knallen und ihr da draußen Peng Peng hört, wisst ihr, hier ist Ende. Und ja, wie gesagt, die beiden Sachen könnt ihr gewinnen. Ich hoffe, euch gefällt das, euch spricht das an. Ich bin, muss ich ehrlich gestehen, begeistert. Also ich bin zufrieden mit den Sachen, die ich jetzt geholt habe. Mehr muss ich auch jetzt nicht unbedingt aus der LE haben, außer ich sehe jetzt irgendwie Videos, wo es heißt, dass die Lippenstifte oder so, obwohl ich habe die Farben geswatcht, die sind nicht besonders. Also, oh, nee. Glaube ich deswegen nicht. Also, super kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Super kurz, 17 Minuten. Oh, ihr denkt euch auch so. Sehr geil. Okay, Leute, ne, dann macht's mal gut. Ich hoffe, dass ich es wenigstens noch schaffen kann, zeitlich wenigstens ein Silvestergrußvideo oder ein Ich mache mich fertig Silvestervideo, so wie letztes Jahr zu machen. Aber eins, was da nicht gesperrt wird. Und ja, vielleicht schaffe ich das zeitlich noch. Ich muss mal gucken. Ich muss leider arbeiten an Silvester einen halben Tag und wahrscheinlich dann wieder nochmal Besorgung machen von Sachen, wo ich dann denke, so, was braucht das denn noch? Und ja, Orion, Orion, ey, lässt du den Blush in Ruhe? Haha, der ist für meine Zuschauer hier, ey. So, schön verstecken wieder. In meiner Schublade, weg ist er. Keine Panik, er geht nicht zu Bruch, ich verspreche es. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt alles Gute und falls wir uns doch nicht mehr sehen, einen guten Rutsch, feiert schön und lasst es euch gut gehen. Tschüss, Orion. Ah, ja, jetzt gehst du weg, ne?